Es würde auf jeden Fall mal bis dahin fließen. Hier noch die Reihe schön weg. So. Oh ja, ja, stimmt ja. Wasserschwimmen ist ja richtig blöd und gegen die Strömung ist ja nochmal eine Ladung schlimmer. Also ich zeig euch mal wieder, wie der Plan gewesen wäre. Der Plan ist halt einfach, dass dann hier oben dann das Wasser hinkommt. Das würde ich erstmal wieder wegmachen. Dass hier oben dann das Wasser halt so reinkommt quasi. Dass die Items hier reingebracht werden. Hier ist dann auch nochmal Wasser. Eigentlich dachte ich, dass er sich auf die beiden Blöcke verteilt. Dann machen wir das halt so. Ist ja auch nicht schlimm. So, kommt es dann nach unten an. Eigentlich müsste sich das Wasser dann hier unten auch nochmal so verteilen. Das hat jetzt irgendwie eher nicht so da Lust drauf, glaube ich. Das können wir aber ganz schnell, glaube ich, korrigieren jetzt so. Jetzt müsste jetzt eigentlich das Wasser dann so bleiben, genau. Wenn ich jetzt dann nämlich ein Item reinwerfen würde hier, wird das dann nämlich langsam von dem Wasser so getrieben, wie ihr es ja sehen könnt. Vorausgesetzt, ich sammle es nicht wieder ein. So. Es dauert ein Momentchen, aber es fließt auf jeden Fall weg. Wenn es halt mal direkt hier im Block da drunter ist, dann ist es halt nicht so leicht. Aber wenn es halt so direkt im Fluss quasi des Wassers ist, dann geht es auf jeden Fall ganz schnell voran. So, und weiter geht's für das Item. So, da ist das Item jetzt und das wird jetzt hier runterfließen. Genau. Mal kurz das hier, damit es ja auch wieder so voll ist. Ach, die Blöcke hier, die schwimmen jetzt auch weg. Aber ich muss auch sehen, ob das an der Ecke hier hängen bleibt. Ob das passieren kann, weil das wäre echt blöd. Nicht, dass es da hängen bleibt. Bitte fließ doch mal. Dankeschön. Verdammt, das kann da hängen bleiben. Was, wenn ich das hier mache? Ich glaube, da können wir aber auch entgegenwirken. Ich glaube, ich weiß sogar wie. Mal ganz kurz das hier wieder. Wir machen es einmal so. Lass mal kurz das ganze Wasser wieder ausgehen. Und zwar, wir machen einmal eine ganz kurze und endliche Wasserquelle. Das wollte ich ja vorhin eigentlich zeigen. Das geht wie folgt. Wir machen das einmal ganz kurz, keine Ahnung, einfach mal hier drin. So, jetzt hier 2x2 die Blöcke weg. Machen wir einmal hier so einen hin. Und dann schräg im Gegensatz nochmal so einen hin. Und dann haben wir eine unendliche Wasserquelle. Praktisch, oder? So, dann machen wir hier nochmal hier die Wasserquellchen hin. So, genau, das war das Problem von vorhin, dass es dann nur so halt hier ausgeht. Was ich jetzt halt nicht so schön finde. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt hier nochmal Wasser rein. Oder ich mache das anders.
das so schwer zu sehen, ob das Item da jetzt langfließt oder nicht. Ah, das ist ein bisschen blöd zu machen. Ist dir was? Ist mir egal. Ist mir egal. Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Es gibt dann vielleicht mal einzelne Blöcke, die da hängen bleiben würden. Aber die meisten würden am Ende dann doch hier unten ankommen. Deshalb denke ich, man kann drüber hinwegsehen. Ein paar schwarze Schafe gibt es ja immer, ne? So, das geht dann bis hier unten hin. Und dann dachte ich mir, ich könnte noch hier hin machen. Und noch hier hin. Erinnert das was an dem Ding? Nö. Du tust gar nicht. Dann ist ja okay. Dann kann ich das ja eigentlich sogar hier zumachen. Ich wieder mit, weil die verschwenden, auch wenn man endlich davon haben, aber trotzdem nicht verschwenden. So. Und dann würde quasi halt hier dann direkt, wo der Stein ist, an der Lavasee losgehen. Dann mache ich aber auch mal so ein bisschen größer hier. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir wahrscheinlich dann irgendwann mal Lava besorgen und dann hier hinklatschen. Damit dann alle Items fürchterlich verbrennen können, so qualvoll und schlimm, wie es nur geht. Ungeliebt und unbenutzt, so wie sie sind. Also ich meine, jetzt wirklich so Müll-Items, Sachen, die ich echt überhaupt nicht brauche, jetzt würde ich halt wegmachen. Oh, ja. Spitzhacke. Schon wieder. Und ach nein, das war so dumm, hier runter zu gehen. Das war so dumm, hier runter zu gehen. Jetzt müssen wir gegen den Strom, den ganzen Fluss hier nach oben gehen. Mein Wille zu leben nimmt damit quasi immer mehr und mehr ab. Stetig am Sinken. Und es ist doch wieder das Lied mit dem Text, der mich total zur Weißglut bringt. Weil ich eigentlich in Let's Plays ungern Lieder drin habe, wo man im Hintergrund wirklich Gesang mit drin hört. Weil es ja dann komisch ist, wenn man mich reden hört, plus halt den Gesang da. Ach, ich muss das jetzt hier wieder so machen, stimmt ja. Ja, ich muss jetzt erstmal da hochgehen. So. Aber ich wollte gerade das Lied nicht ändern, während wir da am Schwimmen waren, weil sonst wären wir wieder komplett zurückgespült worden. Und nächste Folge, verspreche ich euch, gibt auch mal andere Musik. Gibt auch mal andere Mucke. Ich kenne vielleicht mal Techno-Mucke um die Ecke kommen oder mit keine Ahnung was. Mal gucken. So, dann brauchen wir das Eisen. Und erstmal eine neue Spitzhacke. Eigentlich können wir ja direkt mehrere machen, weil da können wir auch schon die Wände und Böden und hier und da und alles machen. Dann haben wir direkt mal drei Stück. Eine Schaufel mache ich auf jeden Fall auch noch. Brauchen wir auch wahrscheinlich gleich wieder. Weil die eine, wo wir jetzt noch haben, die reicht 100% dafür nicht aus. So. So, das kann ich ja schon mal hier so zumachen. Das stört ja eher so ein bisschen. Dann die Spitzhacke und los geht's. Wieder zu hier, dann wird das wieder hier so voll laufen und dann können wir das hier wieder so machen. Hier genauso, dann läuft sie wieder voll, so wie ich am letzten Wochenende und dann geht's dann hier wieder weiter. Und hier genauso derselbe Spaß. Die meisten Items kommen mir eh halt direkt so um die Ecke und schießen dann da runter. Also wenn mal welche an der Ecke hängen bleiben würden, dann sind es nur so vereinzelte Fälle. Schwarze Schafe nenne ich es einfach mal. Ja.
Wir machen unten mal von rein von der Aushöhlung mal den Raum fertig auf jeden Fall. Und dann fangen wir gleich mal an, die ganzen Wände und Böden und alles hier so ein bisschen anzupassen. Ich mach den Fehler nicht nochmal. Aber ich mach nicht alles weg. Ich mach so viel weg. So, das ging ja bis hier vorne, das Wasser, richtig? Meine ich. Genau. Ich lasse mir die Steine hier stehen, so als Markierung quasi. So, dass hier und hier, bis dahin geht das Wasser. Ich weiß halt nicht, wie groß wir so einen Lavasee machen sollen. Eigentlich würde ja theoretisch ein einzelner Block reichen, aber ich will ja schon so ein bisschen hier kreativ bleiben, so ein bisschen was auch für die Optik machen. Deshalb, ich würde sagen, wir machen noch auf jeden Fall noch eine Reihe hier und dann reicht das. Und dann haben wir doch eine ganz schöne Kloake eigentlich hinbekommen. So, ich finde die Idee ja gar nicht mal so dumm von mir eigentlich. Ja, so ein bisschen Eigenlob hier, so hier und da. Ist ja auch mal was Gutes. Man muss sich ja nicht immer nur schlecht reden. Man kann auch mal sich ruhig mal ein bisschen auf die Schulter kloppen und sagen, ja, das hast du gut gemacht. Das mache ich eh viel zu selten. Dafür, dass man selbst hast, desto größer. Das hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Auch auf dich, der gerade zuschaut. Ich bin sehr stolz auf dich, mein Freund. Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Ich schätze es vor allem sehr, dass du dir meine Let's Plays gibst und dir meine Kommentation dazu anhörst. Und dabei nicht am Einschlafen bist. Oder nicht bereits schon an der Küchendecke am Strick hängst. Machen wir hier den Boden direkt erstmal. Die Lava machen wir ganz zum Schluss, wenn wir die ganzen Böden und Wände fertig haben, dann quasi an, so dass das Tüpfelchen auf dem I, die Kirsche auf dem Eisbecher, einfach auch die Kirsche auf dem Sahnehäubchen heißt es eigentlich, aber ich mag Eisbecher mehr, da machen wir direkt die Kirsche auf das Eis drauf. Boah, so ein paar Kirschen werden jetzt echt lecker. Es ist halt blöd, es ist halt Winter, ne, und Kirschen sind jetzt nicht so leicht zugänglich, ne. Ich hätte aber richtig Bock wieder auf Kirschen. Ich finde die total lecker. Kirsche und Erdbeeren. Das sind somit meine liebsten Früchte. Könnte ich mich reinlegen in sowas. Vor allem Erdbeeren. Köstlich. Schmackotastisch. So. Ich weiß nicht, ob die Decke vielleicht ein bisschen hoch ist oder ob das so passt. Aber ich glaube, das können wir eigentlich so lassen. Ich habe gerade noch rein für die Optik auch nochmal so eine kleine Idee hier. Das seht ihr dann allen, soweit ist. Da verrate ich jetzt mal noch nichts. Wobei, ist das dumm? Ich glaube, das könnte vielleicht die Wasserdinger hier verlängern. Das könnte das Ganze theoretisch verlängern. Wir können es hier nochmal nachträglich anpassen. Noch ist er da, aber sie ja nicht gebaut. Deshalb ist es nicht so dumm. Ich mache es einfach jetzt mal. So, was hier gemacht. Und mal hier oben, alles schön weg. Kloppi, 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 klopfer. So ein Klöpferchen für zwischendurch. Ist doch immer was Gutes. Das ist immer was Gutes, vor allem wenn du auf der Arbeit bist. Wir sind ja hier starke Arbeiter, wir arbeiten ja hier mit Schwerstmaschinen auf dem Bau. Hier mit unserer Spitzhacke. Das mache ich jetzt noch nicht, mache ich nicht zum Boden so, weil das kommt ja theoretisch auch noch weg, weil dann da der Lavasee ja reinkommt. So, das ist ja nur die Markierung für das Wasser. Aber die Wände kann ich ja auch auf jeden Fall schon machen. Da ist die Höhle, die wir die ganze Zeit gehört haben. Genau ein Block entfernt waren wir nur noch. Tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Das ist aber eine große Höhle. Das heißt, die Spinne war ja ganz alleine drin, ne?
Also ohne meine Hilfe wäre die richtig qualvoll gestorben. Ah, nee. Hier geht's ja auch noch weiter. Ich meine, da geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, was ihr habt. Da geht's nicht weiter. Huch. Das ist echt, ey. Vielleicht mache ich auch so hier so ein paar Säulen rein. So für die Optik wäre ja auch gar nicht mal so schlecht, ne? Und die nächste Spitzhacke kommt zum Einsatz. So. Machen wir noch die Wand nochmal zu. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben ja schon mal einen guten Fortschritt jetzt gemacht, ne? Ich mache jetzt mal so eine kleine Session-Pause. Ich beende jetzt mal die Session und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch, dass ihr jetzt die Session euch gegeben habt. Es ist ja jetzt wieder so ein paar Folgen jetzt schon her, wo ich die angefangen habe für euch. Ja, ich habe jetzt halt ungefähr 1,5 Stunden lang gespielt. War ganz schön. Wir haben so ein bisschen was gebaut. Ich bin ein bisschen kreativ geworden hier. Ich finde, das mit der Kloaka ist immer noch eine ganz coole Idee eigentlich. So. Wir könnten das theoretisch ja für jedes künftige Haus bauen. Aber das wäre vielleicht ein bisschen sehr umständlich. Aber das können wir mal anders mal sehen. Das machen wir erstmal das Haus fertig, bevor wir über andere Häuser reden vielleicht. Vielleicht auch nächstes Mal mit einer anderen Playlist schon. Das wäre auch ganz schön eigentlich. Ich danke euch fürs Zusehen. Und, Servus Erdnuss. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Abend, Morgen, Mittag, Chanukka, was auch immer. Und bis bald. Eure Erdrose.